Im ersten Halbfinalspiel ist Gastgeber Neumarkt gegen den HC Meran klarer Favorit und vor 800 Zuschauern werden die Hausherren auch gleich ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie gehen nach 7 Minuten nach diesem Pass von Kapitän Paolo Bustreo auf den Finnen Tommy Vilenius mit 1:0 in Führung. Der 21-Jährige ist erst vor 2 Wochen nach Neumarkt gekommen, erweist sich aber bereits als Volltreffer. Nur 3 Minuten später macht Enrico Dorigatti alles allein, überspielt die gesamte Abwehr der Meraner. Thomas Comisso kann zwar noch dazwischen greifen, ist aber dann gegen Marco Simonazzi chancenlos. Das 2:0, die Vorentscheidung nach nur 10 Spielminuten. Für Simonazzi übrigens das 5. Tor im 13. Serie A2-Spiel. Zu Beginn des Mitteldrittels könnte Meran die Begegnung noch einmal spannend machen. David Delibert schickt Dagar Desme zum Gegenstoß, der ehemalige Pusterer Stürmer scheitert aber an Alex Kaffee. Auf der Gegenseite vergibt auch Hannes Walter. Der Neumarkter Angreifer spielt sich frei, Delibert und Comisso können aber mit etwas Glück noch klären. Das 3:0 fällt dann gleich darauf. Rudi Locatin spielt Enrico Dorigatti an und dieser verwandelt eiskalt. Für den 34-jährigen ehemaligen Stürmer des HC Bozen ist es ebenfalls das 5. Tor in der laufenden Meisterschaft. Meran ist K.O., die Neumarkter bleiben auch im Schlussdrittel die offensivere Mannschaft. Paolo Bustreo tankt sich auf der linken Seite durch, spielt Vilenius an und der Finne kann zum zweiten Mal jubeln, das 4:0 gespielt. Genau 44 Minuten. Nur 66 Sekunden später wiederholt sich diese Szene, diesmal aber mit vertauschten Rollen. Tommy Vilenius passt auf Bustreo und der Kapitän erzielt das 5:0 und macht endgültig den Sack zu. Neumarkt steht somit erstmals in seiner 50-jährigen Vereinsgeschichte in einem Finale. Für Meran könnte diese verkorkste Saison bereits in einer Woche zu Ende sein. Auch Geburtstagskind Jan Meyer, er wird 28, hat da nicht so richtig Lust zu feiern. Da ist schon gestorben, nicht? Das war ein Spiel gewesen. Wobei es in den letzten Wochen nicht so gut gegangen ist, war es leider ein Spiel gewesen, da hat man kein viel wieder gut machen. Nicht?